Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Warriors Three Hopes. Im letzten Part haben wir mit der Hauptschlacht in diesem Kapitel begonnen, wo wir gegen das Königreich kämpfen. Wir haben da schon ziemlich viel von der Karte eingenommen, es fehlt quasi nur noch der Nordosten hier, wo aber noch sehr starke Gegner auf uns warten. Einmal ist hier noch Alois, dann Byleth natürlich noch und auch Rodrigue, der ist ja unser Hauptgegner, den wir hier so besiegen müssen. Und Byleth ist eben auch da, Alois halt auch, Geralt noch nicht, der kommt vielleicht auch noch, kann ich mir vorstellen. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun hier, was starke Gegner angeht, aber wir schaffen das schon. So, weiter geht's mit Chess, der dann gleich Alois platt machen darf. Und auch diesen Soldaten da am besten. Los geht's. Und verstärken gleich wieder. Hervorragend. Kaum beginne ich den Part, komm schon verstärken. Zack. Sehr schön. So, der Soldat ist wahrscheinlich tot, aber Ali ist noch nicht. Der hält noch ein bisschen durch. So, besetzt die Bollwerke, um zu verhindern, dass gegnerische Verstärkung eintrifft. Okay, das kann ja Edelgard perfekt machen. Ist nämlich auch ein Lanzenkämpfer, wunderbar. Wo ist eigentlich der Schlüssel übrigens? Für die Truhe. Die fehlt mir auch noch. Ich habe auch, glaube ich, keinen dabei, der die einfach so öffnen kann. Ne, ich glaube nicht. Also den muss ich da noch irgendwo finden, den Schlüssel. Aber ich glaube, ich habe bisher noch... Ah, jetzt sehe ich es, rechts unten. Okay. Moment. Nee. Das ist ja scheiße. Dann macht es sogar mal... Ist ein bisschen risky jetzt. Und eigentlich auch dumm. Das machen wir trotzdem gleich Sophia. Weil Lawrence brauche ich dann gleich noch hier oben für Byleth, weil der halt da im Vorteil ist gegen Byleth und das soll Lawrence machen. Und Edelgard brauche ich für die Festung da. Und Chess muss halt jetzt Alois besiegen. Also wir haben da noch ein bisschen was zu tun und ich brauche alle anderen Einheiten. Deswegen ist da sogar Sophia, glaube ich, am besten. So, zack, zack, zack. Komm, zeig mir deinen Schlachtpunkt. Jetzt. Okay, so ist gut, passt. Genau, Edelgard greift an, passt. So, komm jetzt, Abi, stirb. Bam. Zack, jetzt stirb halt endlich. Okay, und sehr viel Geld. Okay, dann Edelgard. So. Ich hab noch mehr als genug. Haltbarkeit. Bam. Zack. Boah, ich mach so viel Schaden. Das. Okay, jetzt kann ich zu Byleth auch gehen. Okay, dann kommt Lawrence jetzt her. So, viel Spaß, Lawrence. Ah, hat sogar 65%, okay. Byleth ist deutlich schwächer geworden, nice. So, dann bei Sophia. Auf sie muss ich immer noch sehr aufpassen. Mhm, das gefällt mir. So, bei Sophia. Byleth blockiert seinen Weg und muss nicht besiegt, muss besiegt werden, nicht besiegt werden. Ja, okay. Aber gleich. Oh Gott. Jetzt muss ich mich doch mal heilen. So. Okay. Aber es ist sehr schön, dass Luna halt die Resistenz umgeht. Ich mach das gleich nochmal, weil das hat sehr viel Schaden gemacht. So. Bam. Ja. Bei Tegos' Ritter haben wir eine gute Resistenz eigentlich. Deswegen ist der Lassiter nicht so gut. Aber mit Luna eben schon. Okay. Gut. Dann gehst du mal wieder zurück. Geh mal... Ich traue mich nicht, die irgendwo anders rumstehen zu lassen. Geh mal wieder in Sicherheit hier zu... Da ist ja auch ein Gegner, aber geh mal zu einer eigenen Festung auf jeden Fall. Das hilft da. Okay, genau, jetzt Edelgard holt sich übrigens die Truhe. Und Lawrence kämpft eben gegen Byleth. So, das Bataillon ist auch schon tot von Lawrence. Bisschen ärgerlich, aber gut. So, Schatz! Das seht ihr dann bei der Missionsabrechnung, was es war. Okay, Byleth ist deutlich schwächer geworden. Normalerweise war Byleth immer viel zu OP, aber jetzt geht's sogar. Diese Mission hier, bei dieser Mission ist es ja auch so, dass sich die Geschichte ändert, je nachdem, was ich hier tue. Ich verstehe noch nicht ganz, wann es dann soweit sein wird, weil noch, glaube ich nicht. Noch habe ich immer, war alles linear bisher für dich. Da habe ich nicht wirklich Entscheidungen treffen können irgendwie. Da wird schon noch kommen. Bam. Nice. Jetzt hier Byleth musste ich ja auch besiegen. Weil ich dachte mir vielleicht, dass man irgendwie Byleth bekommen könnte oder so. Aber nee. Anscheinend nichts. So. So, und das soll eigentlich gleich Edelgard machen, den Kampf gegen Rodrigue, weil sie da im Vorteil ist. Deswegen geh schon mal nach oben in die Nähe. Und wie sieht es eigentlich mit den Gegnern aus? Da brauche ich noch ein paar. Aber Schaden sieht sehr, sehr gut aus. Da habe ich bisher ziemlich gut gespielt, finde ich. Und Zeit habe ich auch noch mehr als genug. Okay, das dürfte erst passen. Ja, dann hol dir mal ein paar Kills, Edelgard. Ne, Spezialmann gefällt mir auf für Rodrigue. So, da ist er.
die für mich? Du musst eager to die. Nee, will ich nicht. Wir haben auch schon sehr oft gegen dich gekämpft und werden es auch diesmal schaffen. So. Ja, so ist eigentlich jetzt. Bam, wunderbar. Zack, 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 zack. Rums. Wunderschön. Alle kalt gemacht. Okay, dann... Ich muss halt noch die Gegner davor sammeln, weil die Mission wahrscheinlich dann enden wird. Ich verstehe aber nicht, was ich jetzt hier... Hätte ich irgendwas anders machen können davor schon? Habe ich irgendwas verkackt? Keine Ahnung. Chess macht man auch noch. Ja, hier vielleicht so ein paar Kills. Weil ein paar Kills brauche ich ja noch. Stimmt, Lawrence hat auch noch einen Spezialangriff, glaube ich, oder? Genau, sogar fast zwei. Dann kann der auch nochmal hier irgendwo einen reinmachen. Jetzt hat er zwei. und dann dürfte ich die nötige Gegneranzahl haben. Mach mal hier einfach. Da ist sogar noch ein gelber Krug. Jetzt hat ein Lawrence eingesammelt, okay. Kann er vielleicht noch einen dritten dann auch machen. Bam. Und das reicht auch für ein Level Up. Für Marianne. Ja, Magie plus 2, das ist gut. Ja, ich kann wirklich jetzt noch zwei weitere machen. Krass. Aber hier sind nicht so viele Gegner auf einmal. Also ich kann nicht so viele Kills machen, leider. Bam. Aber ihr, da wo auch Chess hingeht, hier so, da sind glaube ich noch mehr. Ja, geht so. Ja doch, das sind schon ein paar. Okay, los geht's. So, schön Chaos farmen durch Doppelspezialangriffe. Bam! So, habe ich jetzt die nötige Anzahl? Nee, bei Weibnis gar noch nicht. Ja, das waren halt echt nicht so viele auf einmal, leider. Ist ein bisschen nervig. Am besten wäre es auch mit Chess eigentlich, weil Chess halt dann viel Geld bekommt. Und das hat Lawrence die ganzen Kills schon weggenommen. Ja. Hier sind auf jeden Fall nicht mehr genommen. Hier so im Westen, da sind noch ziemlich viele Gegner. Ja, ist jetzt trotzdem ziemlich nervig. Hat Lysith hier noch einen Spezialangriff? Ja, fast zumindest. Warte mal. Ich habe auch noch einen Heiltrank, ja, okay. Ist hier noch irgendwo ein gelber Krug vielleicht? Nee, ja, aber da muss aber schon, wenn dann Chess auch helfen. Ich meine, hier so, wenn er sich hier so durchkämpft gegen hier Schwertmeister und Festungsritter da und so, da kann er schon noch viele Kills auch sammeln. Ja, das dürfte schon passen. So. Aufpassen, aufpassen. Jetzt habe ich einen Spezialangriff übrigens ready. Aber hier will ich ihn eigentlich nicht machen, weil hier sind nicht genügend Gegner, finde ich. Nee. Ja, halt. Oh Gott, um Gottes Willen, heilig. Okay, ich mach doch einen. So. So, jetzt hat sie keine Heilung mehr. Lass es hier. Bam. Bei Edelgard sind ja auch noch sehr viele Gegner, muss ich bedenken. Und sie wird mit dem einen Spezialangriff nicht Rotary gleich besiegen können. Deswegen, wenn ich 1700 habe, dann reicht es auch, wenn ich dann die restlichen mit Edelgard halt sammle. Okay. Jetzt nochmal Chesser ein bisschen. Ich will... Ja, das Geld ist mir jetzt egal. Ich will jetzt einfach nur noch schnell irgendwie die Mission beenden. Bam. So. Vielleicht ein bisschen auf Geld gehen. Mann, gib mir halt 150 Treffer, komm. So, okay. Der ist sogar immer noch eingefroren. Ja, aber der ist... Ach, der ist jetzt gestorben beim Aufkommen hier. Sehr interessant. Egal, aber hier sind auf jeden Fall viele kleine Gegner. Genau, das mache ich irgendwie nie. Da muss ich mal auch häufiger dran denken. Chess kann ja seine starken Angriffe auch erweitern. Also länger einsetzen, wenn ich X gedrückt halte oder X häufiger drücke. Also zum Beispiel seine Sechser-Kombo ist ja... Was ist nochmal für ein Angriff? Das hier? Genau, und das kann ich halt länger machen. Wenn ich jetzt X gedrückt halte, habe ich gerade eben gemacht, dann hält der Angriff länger an als normalerweise. Ja. Finde ich aber in den meisten Fällen nicht so sinnvoll, weil man ja eh schon nicht aus den Angriffen Dash canceln kann. Und viele Angriffe dauern eh schon zu lang, finde ich, und man steht zu lange Blut rum. Und das ist halt noch eher der Fall, wenn ich dann die verlängere. Aber man kann es auf jeden Fall machen, wenn man will. Ja. Okay, gut. So, oder auch den Wirbelstand, den habe ich gerade eben zum Beispiel auch verlängert, weil der normalerweise auch ein bisschen kürzer nur ist. Okay. So, jetzt... Ja, knapp 1700, das wird schon passen jetzt. So, weil hier sind sehr, sehr viele kleine Gegner halt noch. Und los. Weil Rodrigue überlebt es.
Und dann kommen gleich nochmal kleine Gegner. Dann kann ich die auch noch besiegen. Und dann passt's. Bam! Sehr schön. So, das waren einige. 69, okay. Und wieder viele kleine Gegner. Da ist sogar noch ein Rittmeister da hinten auch. Ah, mehrere sogar. Okay, gehe ich erstmal vielleicht auf die auch ein bisschen. So, ich habe auch immer noch sehr viele Kampftechniken, die ich machen kann. So viel hält mich jetzt wirklich doch schon gar nicht mehr aus. Bisschen muss ich da aufpassen. Ein so kritischer Ansturm könnte schon gleich gehen sogar. Darf ich jetzt eigentlich keinen mehr machen. Außer ich treffe halt nicht. Ah, okay, perfekt. Wunderbar. So, dann, Godric, darfst du gleich sterben. Bam! So. Und... ja, das ist ja gut. Zack. Godric ist jetzt für immer tot. Okay. Forgive me, Felix. Protect his majesty. And Vargas. I cannot die yet. Ja, die Mission endet noch nicht? What? Was macht Lysithia eigentlich? Bist du wahnsinnig? Geh mal irgendwie ganz woanders hin. Hier so. Die hat ja auch keine Heilmittel mehr. Geh da weg. Ja, die Mission endet noch nicht. Scheiße, da kommt noch mehr. Hätte ich doch keine Gegner farmen müssen. Aber das wusste ich ja nicht. Mann. Oh, Travel. Komm. Okay, ja, das kann natürlich auch wieder Edelgard machen. Am besten. What a mess, allerdings. So, bist du gechabbelt. Okay. Aber das ist jetzt dann, glaube ich, wirklich der finale Boss. Wie lange habe ich jetzt noch Zeit? Bis in drei, über 3 Minuten. Das dürfte schon noch reichen, hoffe ich mal. Okay. Kann vorhin andere noch jemand sinnvoll helfen irgendwie? Ja, du auf jeden Fall nicht. Ja, die haben auch alle keine Spezialangriffe mehr. Mein Lawrence hat noch viele Kampftechniken, die er rausballern kann. Der kann schon ein bisschen helfen. Der ist ja auch nicht im Nachteil. Das dürfte passen. Aber die Hauptarbeit muss hier wieder Edelgard machen. Ich meine, ich kann mit Chess noch... machen wir das mal. Mit Chess hierhin teleportieren und mir den gelben Krug holen. Gut, hört, dann kann der auch noch helfen. So. Das ist hoffentlich ein voller. Ja, okay, gut. Obwohl er im Nachfall ist. Okay, dann alle dahin. Das hilft ja nicht. Ich bin nicht wahnsinnig. Und dann dürfte das passen. Okay, ich habe hier auch noch einige Kampftechniken, die ich rausballern kann, weil die alle sehr billig sind. Also ich hoffe, dass wir das in den 3 Minuten noch schaffen, aber ich glaube schon. Ich muss mich ja auch nicht mehr auf Gegner konzentrieren, gar nicht mehr. Passt also. So, Chabelt. Hallöchen. Bam. Aber sehr lange Mission auf jeden Fall hier. Hier ist sehr viel los. So, und dann haben wir noch raus. Bam. Und... bam. Und halte ich nochmal. Okay. Wechseln. Nicht lassen wir. So, du, Lawrence, haust auch mal noch kurz raus. Bam. Und nochmal. Bam. Sehr schön. Immer schön zu Boden werfen. Kann er gar nichts machen. Rums. Rums. Und Rums. Einfach schön rausspammen. So ist gut. Bam. Und nochmal hier Wirbelsturm. Ah, ne, ist noch nicht voll. Autsch, 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 autsch. Okay, jetzt den Rest mache ich Edelgard. Genau, Spezialangriff. Ansonsten passt ja alles. Okay, das könnte jetzt nämlich reichen. Los geht's. Bam. Get out. Looks like you finally beat me. About time my luck ran out.
guess I'm overdue. The rest is up to you, kid. I defeated the Blade Breaker. I can't believe it. Randolph! Don't worry about me. Just go. Hurry! I won't! Please, Fleisch! No! How could you? You monster! Hey! Fühlt sich irgendwie nicht so an, als hätte ich hier alles richtig gemacht. Hä, aber was hätte ich denn in der Schlacht anders machen können? Ich check's nicht. You're gone forever. And it's all because of me. Ich hätte Randolph wahrscheinlich retten können irgendwie. It's all my fault. Enough. You know that's not true. But he could have escaped. And instead he stayed behind to protect me. And that's why that thing. In that case, the fault is mine. I had the Ashen Demon cornered and couldn't close the deal. And then Geralt gave me so much trouble that I wasn't able to reach you in time. I could have prevented all this if I'd just been a little quicker, a little better. That's not true. You saved me. That wasn't me. It was Randolph. He gave his life for yours. No. No, I... I know there's nothing I can say that's gonna help. So instead, I'll let my sword do the talking. When I cut the Ashen Demon down. You're more than capable of it, too. You had that monster right in your grasp. Hätte ich es irgendwie schaffen können, Byleth zu töten, anstatt Byleth fliehen zu lassen? Nee, ich habe die Leben abgezogen. Und dann ist Byleth einfach so abgehauen. Das hätte ich, glaube ich, nicht anders machen können, oder? I only wish my premonition hadn't come true. Geralt's gone? No. This is all my fault. I let them walk all over me. I left him unprotected. I'm sorry, Captain. I'm so sorry. It is what it is. Mercenaries live short lives. It did not have to be like this. Had you not scorned my strength, your father would yet live. The captain was a true titan among men. I can't believe he's gone. There is a way to solve this woe. Just grant to me your worldly flesh, and vengeance shall be yours. We must now send the whelp that killed your father to an early grave. Do you mind taking command for a while, Aloise? There's something I need to do. Well, yes, of course, but surely I can aid you. No. This task is mine alone. Very well. But don't you dare get yourself killed. Fessel von Dromi habe ich bekommen. Yay! Irgendwie ist aber das... Glaube ich. Ich glaube, irgendwie, das hätte man anscheinend besser machen können. Ich weiß mal nicht wie. Aber gut, vielleicht muss ich die Schlacht dann nochmal neu spielen oder so. Ich werde mal auf den nächsten Part, bevor ich den aufnehme, warten, bis ihr mir vielleicht ein paar Tipps in die Kommentare gegeben habt, was ich da jetzt hätte besser machen können. Weil ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber gut, immerhin S-Rang. Die Mission lief an sich, so rein vom Kampf her, ziemlich gut. Ich habe mich ziemlich gut angestellt, finde ich. Aber ja.
I aspire to improve. Nice. Da-da-dun! For the fate of Fodlan. Zwei Magie, auch nicht schlecht. I shall have to redouble my efforts. So, Held war. Edelgast. Sie hat auch den Stein des Wissens heißt er, genau, gehabt. Und kriegt deswegen gleich die Klassenerfahrung. Das ist nice. So, Edelgard. Ja, das war einiges, weil das dauert ja wirklich Ewigkeiten, das hier zu schaffen bei, auf der Ultima-Klasse. Und sie hat jetzt die erste Stufe von Kaiserin schon erreicht. Nice. Chessard Axtbrecher und dunkle Spieße-Tee. Mhm. Edelgard hat Lanzenbrecher und Rüstungsschlag. Hey, I'm getting better. Ash hat perfekt zum Bogen. Und wir kriegen ein Silberschild, das war in der Truhe. Das gibt Verteidigung plus 8. Mhm. Tomahawk, Meisterwanze, jo, einiges. Wie viel Geld habe ich vor allem bekommen? Das will ich auch wissen. Weil Chess hatte ja das Item von Balthus. Und Chess hat ja auch relativ viel gemacht, finde ich, in der Mission. Und deswegen, ich glaube, ich habe einiges an Geld gefunden. Stimmt das? Ja. Fast 15.000 einfach im Kampf verdient. Das war quasi alle Chess. Und noch 22.000 einfach so. Also einiges haben wir hier bekommen. Okay. Edelgard und Ash haben C. Und wir kriegen Yuri. Yay. Sehr schön. Und 10 Reputation. The enemy commander, the former Duke Fraldarius, has been defeated. Now Mateus' territory and all the western lands of Fargus will yield as one to the Empire. Still, this battle came at a far greater cost than we are used to paying. This is the most dead and wounded we have ever faced in a battle. Not to mention the loss of General Randolph. And yet, we might finally be rid of one of the greatest thorns in our collective side. Eliminating Captain Geralt was a masterstroke. If we are lucky, his band will fall apart without him. Or it may throw them into a vengeful fury that makes them stronger and more united than ever. That's going to be a problem, especially with the Ashen Demon still roaming the land unchecked. An intriguing figure, that one. And a crestbearer for certain. We'd be smart to step lightly. Guess that explains where all the awesome power is coming from. But the Ashen Demon doesn't strike me as nobility, and only nobles have crests. I'd posit the man standing next to you doesn't exactly exude nobility either. The demon's hair exhibits new color. It is like something from one of Bridget's old stories. One will be chosen by the spirits and granted their protection. And with that protection, great power. Can I just go on the record and say no to vengeance? I have zero interest in being revenged upon. That's the risk one takes when entering battle, Bernadetta. Sadly, you can't take up arms and not expect reprisal. We have no control over whether they come for us or not. We can only control what we do next. No way! No one's making me take my medicine! If you insist on continuing to interrupt Her Majesty, far more immediate things to fear than an enemy's nebulous vengeance. Come to think of it, has anyone seen our mercenary friend? I know what I told Fleisch, but did I really do the right thing? Of course. You did what no one else could. The Ashen Demon may have escaped, but you got rid of their captain. There's no question you've grown, and next time, the Ashen Demon will fall. But so many people died, including Randolph. A price must always be paid for victory. And besides, Randolph is just one man. Sagen, dass viel mehr war als das. Zustimmen, dass du ihn nicht gut kanntest. Nö, war viel mehr. Also so wichtig ist Randolph jetzt zugegeben nicht für die Geschichte. Da sind andere Charaktere viel wichtiger. Ich kann ja auch nicht spielen, aber ich mag Randolph trotzdem ganz gerne und finde ich schon auch schade. One man who was handpicked by Edelgard, just like me. One man who shared all of our struggles. He was a good man and a fine ally, and now he's dead because of me. I had no idea you cared so much. All the more reason to finish what you started. You can still make this death mean something, and I can give you the strength to do so. Now cheer up. Seeing you sad like this makes me...
Makes you what? Yes, it makes me very... something. Tight in the chest. Anyway, stop frowning at me. I don't like it. Wie kann... Schaut Chess Abel gerade an? Im Inneren vielleicht. No matter what anyone else tells you, I'm the closest ally you have. Remember, we're partners in destiny. Are you prepared for this? Honestly, I don't know. Geralt wouldn't want this. He didn't believe in vengeance for vengeance's sake. Indeed. You could not be more right. Revenge is not a thing you take for someone else. You seek revenge to slake your rage and heal your wounded heart. I know you are prepared to do whatever that you must. I could do this by force, you know. Be grateful then that I asked for your leave at all. You're right. This has to come from me. And I accept your power. Help me win. No matter what it takes. Okay, deswegen war Byleth auch ein bisschen schwächer, weil Byleth die Macht von Sothis nicht haben wollte. Aber jetzt mit all der Rache wegen Geralt schon. Ah, yes. You shall make a most worthy vessel after all. And now, behold all that I have discovered at the edge of time. Scarlet Blaze. Heroic bloodlines. Heldenhafte Vorfahren. Through a new pact with the Lester Alliance, Edelgard can direct her might at the kingdom. And though it comes at no small price, her forces steadily gain the upper hand. But the kingdom does not stand idly by. Dimitri rallies the Western lords, led by House Dominic, blood of one of the 10 elites, in a last-ditch effort to forestall the Empire. No, brother. Anything but that. You cannot force the relic onto Annette. Calm yourself. I've merely bade her wield it, not sent her rushing off into the teeth of the enemy. It's all right, Father. I know I'm the only one who can do this. Just seeing the crest of Dominic and our hero's relic is going to improve everyone's morale. It shames me to thrust this task on you, when it should have fallen to that craven son of mine. Yes, I doubt we can expect Simon to return and wield the relic, considering how quickly he abandoned us. It seems I raised him poorly, yes. I should have taught him how our house managed to survive this long without starving or freezing. Don't look so sad, Uncle. I'll gladly carry the burden until Simon returns. But Annette... Enough, Father! Stop worrying! After all, this is nothing compared to what the soldiers are going through at the front. So many people are fighting and dying out there. Some of them my good friends. I'm not going to cower in safety while they struggle. Especially when I'm in the best position to help. Forgive me, Annette. If you sense any danger at all, child, promise me that you'll run. I couldn't bear to lose you. I know, Father. So let's just all do the best we can to keep our land safe. The nearer we get to Blaythid territory, the more resistance we're likely to face. The lords surrounding the capital are the most loyal to the crown. We have Geralt, Enid, Brennius, and Belinus. There is no telling whether these houses will choose subjection or destruction. Regardless, we cannot simply ignore them as we attempt to march on the capital. We must seize control of each of their lands and establish footholds before continuing on. The Alliance is still doing everything we expected of them. There are no changes on that front. So as long as we continue tightening the vice around the kingdom, we're certain to fulfill your Majesty's goals. Glad to hear it about the Alliance. Does this mean the war will be over soon? I feel some actual motivation coming on. Well, in that case... Nope, nope, never mind, motivation gone. That was a close one, Bernadetta. You almost got yourself assigned to the front lines. As for me, you know what to do. Just put me right at the front and let me start wrecking stuff. We shall see who does more wrecking of stuff, Caspar. I will not be letting you outshine me.
Watch as I am bringing glory to Bridget and the Empire on the battlefield. I wonder if I'll find someone worth marrying before this war is over. Of course you will, Dorothea. You're amazing. Enough. It's easy to let your guard down when the end is in sight, and we can't fall victim to that. Stay disciplined, and together we will take Fodlan's future in hand. Don't worry, Edelgard. We're ready to get this done. That goes doubly so for me. I must ready myself for the final clash that looms in the coming days. Right then. Let's start by taking care of the enemy in front of us. Okay. Nächste Kriegskarte. Mit einigen Gebieten, vor allem eines so ganz am Rand, das ganz im Süden. Aber ja, ich bin mir eh nicht sicher, ob das jetzt alles so bleibt. Weil vielleicht werde ich eben auch die... erstmal Kampfvorschläge. Das mache ich noch ganz kurz. Ich werde aber gleich dann den Part beenden. Ich will nicht mehr viel machen, weil vielleicht werde ich eben eh alles nochmal neu machen. Weil ich das Gefühl habe, dass die Schlacht auch anders hätte laufen können, besser hätte laufen können. Und dass mir das andere Ende vielleicht lieber gewesen wäre. Ich weiß ja nicht, ich bin mir auch nicht sicher, ob das dann bewirkt, dass, ob das so ähnlich ist wie auch in Three Houses, wo man auch mal, wenn man vor allem die Black Eagles auch nimmt, wo man auch mal was entscheiden kann zwischendurch. Und die beiden Routen, die man da nehmen kann, sind komplett anders. Und ich bin mir nicht sicher, ob das hier auch so ist. Und ob dann jetzt diese Mission oder dieses Kapitel hier auch ganz anders wäre, wenn ich die Mission davor anders gespielt hätte. Bin ich mir nicht sicher. Also vielleicht ist es ja alles irrelevant, was ich gerade mache. Weil ich eh das nochmal neu machen will. Wie gesagt, bitte helft mir da in den Kommentaren und klärt mich da ein bisschen auf. Hat irgendjemand irgendwelche Vorschläge dazu, wie wir uns auf den Kampf vorbereiten sollten? So, hier, Casper und Ferdinand, erwirb Materialien, um den Übungsplatz zu erweitern. Erwirb Materialien, um die Bataillonsgilde zu erweitern. Verkaufe Items zu etwas höheren Preisen. Die sind sehr interessant alle. Bei den oberen beiden kriege ich einfach Ressourcen, oder wie? Für Übungsplatz oder für Materialien. Oder für Bataillonsgilde, meine ich. Und hier kann ich Items besser verkaufen. Ich meine, das Items verkaufen, das mache ich halt eigentlich nie. Weil, wenn ich Items loswerden will, dann mache ich sie meistens zu Veredelungssteinen. Aber es gibt ja Items, die kann man nicht zu Veredelungssteinen machen. Geschenke oder Zutaten. Und die könnte ich dann verkaufen. Aber ich glaube, da ist das andere cooler. Ich glaube, Übungsplatz ist eigentlich immer noch am coolsten, so würde ich sagen. Weil ich müsste mal ein bisschen Gold ausgeben und meine Einheiten hochleveln. Und das kann ich auch billiger machen, dann. Das Hochleveln. Machen wir das mal, ja. Und es sind noch zwei. Ferdinand und Casper. Das ist auch ganz gut. Wir werden diesem Plan folgen. Ich zähle auf euch alle. So, 20 Rekrutenausrüstung, 20 Veteranenausrüstung, 20 Eliteausrüstung. Ah, die Rekruten-Veteranen-Version kriege ich auch. Okay, die bringen mir gar nichts mehr. Aber die Elite bringt was. Okay. So, gut, aber dann würde ich eben erstmal sagen, was ist hier bei diesem Part von Let's Play Fire Emblem Warriors Three Hopes. Beim nächsten Mal geht's dann vielleicht hier im Basislager weiter, vielleicht werde ich aber auch die Schlacht eben nochmal neu spielen. Ich würde es dann nicht mehr so ausführlich machen, aber ich würde euch halt dann zeigen, was ich da anders mache, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht wie, man konnte sie ja anders spielen anscheinend. Mir ist aber nicht klar, wie man die hätte anders spielen können, muss ich ehrlich zugeben. Aber wie gesagt, klärt mich da auf und wenn ich das cooler finde, die andere Möglichkeit, die man da so machen kann, dann würde ich halt das noch machen, weil ich denke, ich glaube eher, dass das schlechter, was ich gemacht habe, weil es war halt sehr traurig, alles, Randolph ist gestorben und so. Ich glaube, Randolph hätte ich retten können, zum Beispiel. Ich weiß nicht genau wie, eben, aber ich glaube, das wäre irgendwie gegangen und deswegen beim nächsten Mal, entweder geht es hier im Baslager weiter oder wir schreiben die Geschichte neu und ich werde die Schlacht nochmal neu spielen mit einem anderen Ende. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.